Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Günni, bei Mass Effect, bei ja, dem Versuch, beiden Fraktionen, die jetzt momentan auf unserem Schiff sind, mal ein bisschen unter die Arme zu greifen. Bis das Heilmittel für die Genophage entwickelt ist. Und das ist auch so eine Sache immer so, da hätte ich auch am Anfang des Let's Plays nicht darüber nachgedacht, dass das irgendwann passiert. Gucken mal, Attica Traverso, koganisches Team, da helfen wir dann Rex. Nochmal die Navi-Punkte, jetzt mal ganz ändern, untersuchen die Sachen, finden heraus, was dem vermissten Team zugestoßen ist oder die Turianer. Ich sag mal, ich mag Rexa sehr gerne, deswegen werden wir einfach mal dahin fliegen. In die Attica Traverse und werden da den koganischen Team mal ein wenig helfen. Aktivitäten auf T'Chanka. Ja, gut, T'Chanka ist auch so eine Geschichte, die machen wir auf jeden Fall dann nochmal irgendwann. Ich würde aber sagen, erstmal helfen wir Rex. Wenn es uns denn jetzt möglich ist, aber normalerweise ja schon, ne? Wie sieht es mit dem Treibstoff aus? Ja, alles easy. Schon mal auf dem Wesen nochmal ein bisschen scannen. So. Aria, Telok treffen ist immer noch. Turianische Überleben exfiltrieren, Cerberus Präsenz untersuchen. Der vermisste Kundschafter. Ich nehme jetzt aber mal an, das ist dann. Also, es ist ja eigentlich das Team. Kundschafter dann nachgehen, ja, okay. Ima-Cluster. Oder fliege ich jetzt ganz woanders hin und habe eigentlich gar keine Ahnung von dem, was ich hier tue? Utuku. Naja, wenn wir schon mal hier sind, ich mache nochmal einmal kurz den hier. Zumindest gibt es hier wohl die Präsenz von den Reapern, aber sehe ich jetzt gerade noch nicht viel von. So, Utuku wird zwar besiedelt, wir landen aber mal. Einfach mal schauen. So, Rex nehmen wir nicht mit, wir nehmen James mit und Edie. Hat sich eigentlich ganz gut erwiesen, immer so diese komische Kombo, die wir dann immer mit den beiden gemacht haben. Modifizieren jetzt erstmal gerade nicht. So, wundervoll. Ab ins Shuttle. Edie, gibt es weitere Informationen über die Lage? Ich habe die Bestätigung, dass unsere Verstärkung auf der Planetenoberfläche gelandet ist. Eine Gruppe kroganischer Elitesoldaten, die Kompanie Aralak, hat erste Scans durchgeführt. Hört sich gut an. Was noch, Edie? Wir suchen einen kroganischen Spähtrupp, der in diesem Gebiet verschwunden ist. Er untersuchte Berichte über Aktivitäten in der Nähe des Rachni-Portals. Die Rachni? Kein Wunder, dass Rex das unter Verschluss halten wollte. So ist es. Sie haben vor über 2000 Jahren fast die gesamte Galaxie erobert. Selbst Gerüchte über ihre Rückkehr könnten Panik auslösen. Es gibt viele Gründe für eine Störung der Kommunikation mit den Kundschaftern. Wir wissen nicht viel, aber es wurden keine Rachni-Aktivitäten gemeldet. Es sollte nicht mal Gerüchte geben. Sie haben die letzte Rachni-Königin nur unter der Bedingung gehen lassen, dass sie für immer verschwindet. Ja. Sie würde nicht durch so einen Krieg die Ausrottung ihrer Spezies riskieren. Sie haben eine Rachni-Königin gehen lassen? Ja. Ist das ein Witz? Nein, es war völlig richtig. Rechnen Sie einfach mit allem. Das ist die Sache, wenn wir sie jetzt da finden, dann hat sie es mit der Abmachung, ne? Ich meine, es gibt ja immer noch diese Splittergruppen, aber. Getroffen. Bewegung, Team 2. Wer was entdeckt, macht Meldung. Ah. Grant? Shepard? Ja, guck. Was machen Sie denn hier? Das gleiche könnte ich Sie auch fragen. Haben diese Trottel Sie nicht eingesperrt? Doch, man wollte die Batarianer von mir fernhalten. Es sollte während der Kriegsvorbereitungen keine Probleme mit dem Rat geben. Die Lage hat sich geändert. Ja, sie haben wichtigere Probleme, das stimmt. Deshalb befehlige ich hier draußen die Kompanie Aralak. Sie sind hart, halten sich für unbesiegbar, rücksichtslos, aber effektiv. Okay. Das klingt vertraut, Grant. Wie haben Sie es vom Neuling ohne Erfahrung zum eigenen Kommando gebracht? War nicht einfach. Rex brauchte für die Kompanie Aralak einen Anführer, der die Zukunft unserer Spezies repräsentiert.
Dank Ihnen habe ich meinen Initiationsritus auf Tuchanka abgelegt und war Teil des Erdnut-Clans. Ich war gleichberechtigt. Als Stärkster wurde ich ausgewählt, diese ehrenvolle Kompanie anzuführen. Es gefiel sicher nicht allen, dass eine Tankzüchtung das Kommando bekommt. Ich habe mir meinen Platz mit Namen verdient. Diese Kroganer respektieren mich. Finde ich geil, dass Grant da ist. Sie waren eine Nervensäge, aber wenn Ihre Kroganer nur halb so gut sind wie Sie, schaffen wir es auch hier raus. Ha, gut, dass Sie da sind und beim Schädelspalten helfen, Shepard. Schwer zu glauben, dass das Rachni sein sollen. Das ist doch verrückt. Rachni. Eine Chance, dem alten Feind zu begegnen? Unwiderstehlich. Wir wissen nicht, ob hier Rachni beteiligt sind. Wir sollen die Kundschafter finden. Also ich habe keine Anzeichen von Aktivität gesehen. Zugegeben, aber dieser Ort stinkt wie eine eitrige Wunde. Laut unseren Scans laufen die Tunnel an einem zentralen Punkt zusammen. Mit etwas Glück ist es ein Nest. Rachni haben Nester? Kompanie Aralak, Abmarsch! Was Sie brauchen, wir treffen uns im Kundschafterlager. Klingt gut. Na gut, eigentlich habe ich ja alles, was ich brauche, aber ich... Nehmen Sie, was Sie brauchen und drücken Sie ab. Guck trotzdem nochmal eben kurz rein. Also ein paar Credits und sowas nehmen wir natürlich immer ganz gerne mit. Ein Shotgun. Nett. Das zumindest stark nach einer Shotgun aus. Was es mit der Waffentechnik und so hier auf sich hat in den Teilen, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ihrer Meinung nach finden, Commander? Ich weiß es nicht, Lieutenant, aber halten Sie Ihre Waffe bereit. Immer. Wir sind direkt hinter Ihnen. Alles klar. Bereit zum Aufbruch? Wem passiert da? Ach, nicht zurück. Ah, ne, komm. Also gut, gehen wir. Endlich. Bin hinter Ihnen, Shepard. Einer. Wollen wir mal gucken, ob wir hier Rachni finden, was das für Rachni sind und, ne? Oh Gott. Berg. Alle in Ordnung? Shepard! Noch in einem Stück! Sieht aus, als wären wir alle okay. Halten Sie Funkkontakt! Sind unterwegs! Ich will zum Thema, ich bin hinter Ihnen. Und alleine in den Canyon, das ist doch wundervoll. Mal gucken, ob was wir hier unten finden. Ich seh's. Das ist doch ein Kundschafter, oder was? Die Leiche eines Kundschafters ist schon ein paar Tage tot. Ach ja? Wer eine Waffe hat, mitnehmen. Er braucht sie nicht mehr. Auf jeden Fall sehr emotional, das Ganze. Wow. Ist das ein Netz? Sieht so aus. Kurz das ganze Ding hier wegflemmen. Wachsam bleiben, Leute. Stimmt. Alle bereithalten. Da ist noch ein Netz. Da war eine Bewegung. Bestätige. Eine Art Kapsel voraus. Ja, was ist das? Spornkapsel. Oh Gott, Sporn klingt schon wieder sehr gefährlich. Ich würde das nicht unbedingt anpacken, Leute. Fliegt momentan nicht viel, ne? Und um zu gucken, welcher Weg denn jetzt hier weiterführt, flemme ich einfach mal alles weg. Bin ich auf Dauer ein bisschen einfacher. Beachten Sie die Drähte, Shepard. Reaper-Technologie. Vielleicht. Das Netz jetzt direkt mitgenommen, oder was? Ah, okay. Da war noch ein Flammenwerfer, der die Munition ein bisschen aufstockt. Netze wegflammen. Nacheinander immer mal wegflammen hier. Oh Gott. Doch mal drauf achten, wo ich hinspringe. Auf die Eitersäcke. Eine andere Wand, Shepard. Ist das eine Rachni? Gut beobachtet.
Das Thema hatten wir ja eigentlich schon mal, ne? Mit diesen Splittergruppen. Oh, Moment. Kurz mal ein bisschen husten. Jetzt nochmal Firestorm. Ich meine, die Dinger liegen ja überall hier rum, ne? Also wir müssen jetzt nicht großartig einen auf sparsam machen. Hier liegen auch die Eier hier ein bisschen zu random rum. Grant, Anwesenheit von Rachni bestätigt, modifiziert und sehr gefährlich. Endlich was zum Umlegen. Hier ist noch nichts. Haben einen Kroganer durch ein Schlundloch verloren. War keine gute Route. Das Nest muss hier sein. Die beträchtliche Anzahl von Reaper-Kräften zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn mein Kroganer verloren ist, mir egal. Also mir nicht, aber den Kroganern selbst wahrscheinlich. Indem wir alle möglichen Firestorms mitnehmen. Reaper-Knoten. Das war ein Schließmechanismus. Okay, und der ist jetzt offen. Müssen wir wohl einen anderen Weg suchen. Na los! Was ist denn jetzt passiert? Shepard, dann gar nicht gut. Ein Sturz, wir sind okay. Gut, ich hätte sie ungern ausgegraben. Sie verletzen meine Gefühle? Ja, ja. Ich glaube, wir sind irgendwo runtergefallen, aber irgendwie hat sich das nicht ganz in den Animationen wieder gespiegelt, habe ich das Gefühl. Damit wir eine Chance haben, zur Zentralkammer zu kommen. Los! Achtung! Immer schön auch die Kammern wegmachen, weil dahinter könnte Munition sein. Ich meine, die Eier machen auch nicht so viel Schaden, wenn man daneben was platzt, so. Sieht aus wie eine letzte Nachricht. Sie soll an eine Asari namens Ereba auf der Citadel übergeben werden. Nehmen wir mal mit. Falls wir nochmal, oder wir kommen ziemlich sicher mal auf die Citadel zurück, aber falls wir dann das nächste Mal da sind, kann ich die Nachricht nochmal übergeben. Alles einmal wegflimmen. Noch eine Halle, Shepard. Das riecht nach Ärger. Ne, nach Eiter. Wurde doch gesagt, oder nicht? Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwas von Eiter gesagt wurde. Okay. Ich sehe schon mal nix da hinten. Außer die Granate, die gerade in meinem Rücken explodiert ist. Oh Gott. Dann hatten wir doch einen auch schon in anderen Missionen gehabt, also müsste uns ja bekannt sein eigentlich, dass die Rachni wieder da sind oder nicht. Oder zumindest teilweise und irgendjemanden gezüchtet werden. Ich meine, ich habe schon mal gegen einen Schwärmer gekämpft, wenn das dann wirklich Rachni sind. Das ist so eine Sache. Da haben wir noch einen Kroganer. Aber nichts dabei. Unten bleiben, sie darf sie nicht anvisieren. Die Kannibalen sind so ekelhaft. Okay, zuck doch am besten noch. Jetzt die Frage, kriege ich gleich nochmal spontan irgendwo so einen Flammenwerfer oder hätte ich meinen mitnehmen müssen? Reservemuni? Müssen ganz in der Nähe sein, Shepard.
harte Kämpfe. Zähe Mistkerle. Ein Reaper-Tech. Alles in Ordnung. Zornige Kroganer kämpfen besser. Ah, guck mal, da haben wir einen Firestorm. Also sind das auf jeden Fall auch nicht die Rachni von der Königin, denke ich mal. Weil die hätte nicht gesagt, ja komm, wir verändern die komplette Spezies, nur um wieder Krieg zu führen. Sehe ich auch so. Und sie hetzen alles, was sie haben, auf uns, damit wir das Nest nicht erreichen. Können sie dann aber davon ausgehen, dass ich da gleich sehr pissig im Nest auftauchen werde, liebe Freunde. Na, guck mal, das ist das andere Team. Okay. Das ist Grunt, wie wir ihn kennen und lieben. Das wiederum klingt nicht gut. Alles einsammeln. Ist jetzt. Warte mal. Köpse? Wie komme ich denn hier vorbei? Ach nee, hier. Ziehen Sie sich zurück. Danke, Shepard. Was uns da aufgehalten hat, war kein Netz. Das war Reaper Tech. Wir sind auch reingelaufen. Die Rachni haben sich für den Moment zurückgezogen, aber sie können unsere Wunden riechen. Jeder gute Feind würde sich neu formieren und uns den Rest geben. Und zwar bald. Wir sind nah dran. Die Barrieren haben beschützt, was hinter dem Durchgang ist. Wir verschanzen uns und legen alles um. Das gibt ihnen Zeit. Okay. Viel Glück. Ich brauche kein Glück. Ich habe Munition. Words to live by. Bereit machen! Brauch kein Glück, ich habe Munition. Wir auch. Deswegen gehen wir jetzt auch nochmal weiter in die Höhle rein. Achtung, alle Bootkapseln weghören. Ich weiß nicht, ob es da ein Achievement oder so für gibt. Aber wir kriechen jetzt einfach mal den Viechern hinterher, scheinbar. Was ist das? Grunt, wir haben die Zentralkammer gefunden. Gut, wir halten ihn den Rücken frei, Shepard. Bewegung! Na toll. Wieso kann ich sowas nicht? Wieso kann ich nicht irgendwelche Gegner einfach abschotten? Hm. Ich irgendwo so einen Knotenpunkt, der das Ganze steuert. Ach, da oben. Okay, einfach mal in die Suppe reinschießen. Na komm. Commander, hier drüben. Hier in der nächste Knoten. Und nochmal den Knoten öffnen. Los, wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Die Wände da hinten stürzen ein! Hä? Was stürzt ein? Ja. So, da. Wunderbar.
wahrscheinlich so ein ewiges Hin und Her, weißt du, die einen Wände gehen da rein, die gehen dann gehen da raus, dann ist da wieder ein Knotenpunkt und der macht dann das in der Mitte auf. Konzentration! Oh, hi. Okay, das ist auch neu. Alles klar. Haben wir auch nochmal ein bisschen was Neues gehabt hier. Den Knoten treffen. Weitermachen, Leute! Ja komm, schieß. Einziges draufgeschrote hier die ganze Zeit in diesen Gängen. Shepard, die Rachni ziehen sich zurück. Natürlich. Was immer sie verschreckt hat, wird nicht lange anhalten. Bringen Sie es zu Ende. Verstanden. Hi. Was zum Teufel? Der unerträgliche Ton ist verstummt. Was sind sie? Die letzte Königin. Moment. Lauschen den Kindern. Sie sind still. Oh, die Maschinen kommen und nehmen sie mit in den Krieg. Sie sterben, allein, schweigend, verferne. Haben die Reaper Ihnen das angetan? Ja, der stechende Ton der Maschinen ist überall. Okay. Ist vorbei, Sie sind eine Marionette. Passiert. Ich lasse Sie nach Noveria zurückgehen. Sie haben versprochen, sich nicht mehr einzumischen. Die Rachni sollten verschwinden. Wir haben unser Versprechen gehalten. Uns durch das Portal zurückgezogen. Wir haben eine neue Heimat aufgebaut. Wunderschöne Kinder. Harmonie. Aber dann kamen die Maschinen. Sie haben unser Lied gehört. Ihre schrillen Töne haben die unseren verdrängt. Okay. Sie tun ihnen nichts mehr. Ja, wir verstehen. Können Sie die Reaper noch spüren? Können die sie beeinflussen? Wir hören sie, aber es gibt keine Kontrolle mehr. Die letzte Fessel noch. Dann sind wir frei. Was? Die Kinder kehren zurück. Sie vernichten uns. Befreien sie uns. Wir haben hier Bewegung. Jede Menge Bewegung. Verstanden, Grunt. Können Sie gegen die Reaper kämpfen? Wir hassen die Maschinen. Wir kämpfen für unsere Kinder. Befreien sie uns. Na dann. Sie ist fast hinüber. Sie braucht so viel Zeit für ihre Flucht. Shepard, wenn wir hier bleiben, stirbt die Kompanie Aralak. Haben Sie verstanden? Ihr bei der Flucht helfen, sie sterben lassen. Ich hasse diese Entscheidungen. Deswegen werde ich sie beim nächsten Mal treffen. Wir machen heute mal einen kleinen Cliffhanger und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Bei der Flucht helfen oder sie sterben lassen. Es ist schwierig. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Welches sein wird, seht ihr direkt zu Beginn der nächsten Mal. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüssi.